Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder einschaltet zu einer weiteren Folge Tavernenmanager mit eurem Erik Vikingson. Ja, was machen wir jetzt? Die Sache ist die, ich habe mir ein bisschen was überlegt. Wir müssen jetzt zusehen, dass wir bessere Qualität in den Essens rauskriegen. Die Feen machen zwar ihren Job, aber wie wir mitgekriegt haben, machen die Feen kein perfektes Essen. Und das bringt uns natürlich wieder weniger Ruf und auch weniger Geld. Deswegen würde ich sagen, bereiten wir das Essen jetzt morgens vor. Nehmen erstmal das, was schlecht ist. Tun wir alles weg. Oder verkaufen wir halt noch. Wir müssen jetzt mal gucken. Das ist noch kein Gutes. Das ist auch kein Gutes. So, das Gute haben wir jetzt hier. Dann würde ich sagen, werden wir das Gute erstmal hier hinbringen. Ja, das Gute, genau. So. Bei der Suppe ist es wie folgt. Da haben wir jetzt auch noch 4. Das heißt, wir werden das alles erstmal verkaufen, was wir hier haben. Ja. Und werden jetzt anfangen, das bessere Essen herzustellen. Hier haben wir noch 10 Obst, das passt. Da muss noch Wasser rein, dann sind wir da in Ordnung. Hier haben wir auch noch genug Fleisch. Dann können wir das auch herstellen. So, und dann werde ich die Feen dazu anhalten, dass sie sich einfach darum kümmern und nur kellnern. Und zwar, müssen wir mal kurz gucken hier. Kellner, Kellner und die Köchin ist auch eine Kellner. So, wir füttern, füttern und füttern. Dann haben wir noch 3 Stück. Das heißt, wir kaufen dann jetzt gleich nochmal 5 Stück. Dann haben wir einmal aufgesackt. Wir holen das Wasser. Oh, der Brunnen, der macht einen fertig. Wie eine Achterbahn hier. Achterbahn. So. Ich will einfach mal gucken, dass wir das besser hinkriegen. So, da brauchen wir noch Feuer und da brauchen wir auch noch Feuer. Dann werden wir das vorbereiten. Dann wird das unsere Morgenroutine werden. Und schauen wir mal, ob sich das auf jeden Fall ja besser verhält, weißt du? Wir da mehr Möglichkeiten dann haben. Und wir sind ja gespannt, was jetzt alles noch kommt. So, das ist schon mal drinne. Und dann nehmen wir jetzt das Stück Holz. Und stellen jetzt auch den anderen Kram her. Also, wir gehen dran. Wir cutten unser Messer. Wir cutten unser Fleisch. Also es gibt, glaube ich, keine Möglichkeit, das mit einem oder zwei Schlägen durchzuhauen. Du musst da halt schon richtig hier drauf rumbamsen. Also du brauchst 4 Schläge, damit sie durch sind. So, dann werden wir das natürlich klopfen. So, ein schön Zartmacher hier. Übel gut. Sehr, sehr geil. Wir haben jetzt so viele, dann könnten wir noch 2 machen. Das passt aber. Dann haben wir jetzt erstmal genug davon. Dann gehen wir natürlich jetzt auch hier dran. Und schüren die Flammen. Dann haben wir jetzt nur noch ein bisschen, ich glaube so ein paar, wie viel waren es denn, 8 oder 9 gute Essen. Und der Rest ist dann perfekt und ich denke mal, wir werden das so besser hinkriegen. So. Das Schöne ist auch, wenn du links rum drehst, kannst du das stoppen. Oh, langsam. Perfekt. Sehr, sehr geil. Leute, ich glaube, dann haben wir alles, was wir brauchen. Wie sieht es mit deinem Wasser aus? Müssen wir nochmal Wasser holen? Komm, dann gehen wir es gleich nochmal auffüllen. Und dann öffnen wir die Taverne. Dann haben wir 10 Uhr. Ja, dann haben wir so um 11 zur Mittagsstunde. Kann man dann mal öffnen, würde ich sagen. Tag 38 schon. Es ist krass, wie viel wir da schon durch haben. Wir müssen natürlich auch gucken, haben wir hier noch genug Käse? 9 Käse. Wie sieht es mit dem... Was ist denn mein Wein? Hier. Wein haben wir 19, das passt auch. Da müssen wir jetzt nichts kaufen. Ich denke mal, so viel Käse werden wir nicht verkaufen. 25 und hier 12. Wir haben eigentlich genug da und wenn wir merken, da geht was aus, können wir nachkaufen. So, dann gucken wir mal. Dann öffnen wir mal die ganze Chose hier. Morgen. Ja, ihr edlen Damen und Herren. Kommen Sie rein. Rennt der Zockschwein. Alles klar. Die haben keinen Bock auf mich, glaube ich. Ja, da gucken wir mal, was passiert, ne?
Ich finde, so eingerichtet reicht auch vollkommen aus, ne? Klar, aber du kriegst natürlich jetzt eine größere Tavernenstufe noch. Du hast nämlich die Möglichkeit, noch ein bisschen was anderes zu machen. Aber ansonsten finde ich es eigentlich ganz geil so. Was ist denn das hier? Das ist der Schatten von der Lampe. Wie hoch das doch ist hier, ne? Ist hier auch so hoch? Ah ja. Ja, nicht ganz, aber... So, die ersten Edlen kommen rein. Auch hier geht's weiter. Der erste mit den Dreckbotten. Was ist los? Was hast du denn? Bauchschmerzen? Ich habe einen langen Weg hinter mir und sah eure Taverne. Ich bin am Verdursten. Ich bringe dir was an. Muss das sein? Gleich am frühen Morgen schon wieder so ein Hausierer hier. Gib dir Wasser, bis du nicht mehr schlucken kannst, Junge. Latsch, hier, bitteschön, mein Junge. So, was müsst du denn? Du hast schon. Ist klar. Ja, ja, klar, ich habe ja Kellner, ne? Hahaha, ich habe ja den Kellner hier. Das ist ja super. Oh, die VIP-Bestellung, klar. Natürlich. Einmal Wein. Ich würde sagen, dann achten wir mal genau drauf, was dann halt passiert. Wie schön. Kann ich mit denen eigentlich auch reden? Ich habe mit denen noch nie geredet, ne? Bringt uns das denn ein? Höflicher Gastgeber. Okay. Hi, wo sind sie hin? Seid ihr durch mich durchgelaufen? Was ist da los? So, eins Käse. Ich meine, für die Qualität vom Käse kann ich nichts, ne? Ja. Machst mich fertig. Okay, ich muss mich daran gewöhnen, dass ich die Sachen, die die Feen machen können. Nice. Was ist denn jetzt los? Na gut. So, dreimal Suppe. Das mit dem Bier ist natürlich jetzt blöd gelaufen. Aber wir haben die Suppen wenigstens weg jetzt. Das ist schon mal ganz gut. Das ist schon mal so ganz gut. Was hast du denn? Ein Bier, eine Suppe, eine Wurst und ein Fleisch. Das ist ja geil. Okay, pass auf, wir nehmen das Bier. Das lasse ich hier stehen. Eine Suppe. Eine Wurst. Und ein Stück Fleisch. Und das Bier. Hi. Komm gleich zu dir. Bitteschön. Was möchtest du noch? Ein Bier? Kriegst du. Kriegst du. Was passiert denn jetzt? Na gut, die ist auch gewöhnt, sowas zu kriegen. Ich muss jetzt langsam mal wieder anfangen und hier perfektes Bier ausschütten. Jetzt, wo wir perfektes Essen haben, mache ich nur schlechtes Bier, oder was? Nimmst du die Wurst? Du räumst ab, ne? Gut. Aber das ist gerade so angenehmer, muss ich sagen. Habt ihr eine Wurst? Nee, ne? So, bitteschön. Was ist denn? So, dann räumen wir das ab. Du möchtest eine Suppe, kriegst du. Wie sieht's denn bei den Wips aus? Da haben wir wieder zweimal Wein. Einmal Wein. Und zweimal Wein. Oh Junge, was ist denn los hier? Also mit den Kellnern, das funktioniert ganz gut jetzt. Ich muss mich nur mal wieder anfangen zu konzentrieren hier. Nur das Gute, bitte. So. So. Hast du noch keinen Käse gekriegt? Was ist denn da los? Hat die den irgendwo hingelegt? Nee, ne? Hi. Oh, bitteschön. Den vernichten wir gleich. Warte mal. Ja, ich habe gerade so das Gefühl, dass meine Typis jetzt aber auch gerade nicht so mega hinterherkommen. So, Fleisch, Fleisch. Boah, viermal Fleisch.
Wie sieht es jetzt hier aus? Einmal Wein kriegst du. Ja, aber das Fleisch kann die ja holen. Das steht ja dort, ne? So, bitte. Ist er jetzt gegangen? Nee, okay. Hatte ich schon leicht Panik. Das haben wir durch. Da ist noch ein Bier gefordert worden. Und da hinten noch ein Bier. Boah, jetzt haben wir aber Stress hier gerade. Eins. Zwei. So, zwei Bier. Zwei Fleisch. Du bringst ein Fleisch. Eins und eine Wurst. Das kommt auch, okay. Ne, das macht ihr jetzt, ne? Warte mal. Eins. Und eine Wurst. Und zwei Suppen. Das Schwede, jetzt geht's aber ab hier. So, hi, Puppy. Bitteschön. Da hinten noch ein Bier. Bitteschön. Dann haben wir hier eine VIP-Bestellung. Zweimal Käse. Schöne Bestellung. Bitteschön. Das räumen wir ab. Ich komme gerade nicht hinterher. Ich komme gerade nicht mehr hinterher. Wollen diese Dreckbolzen hier. So, Bier, Suppe, Wurst, Fleisch. Aber es läuft. Wir kommen auf jeden Fall durch die Kellner jetzt besser klar. So. Da muss ich jetzt gucken, was sie bringen. Zu spät. Wieso hatten die jetzt Suppe geholt? Kann die doch gar nicht, oder? Wieso können die jetzt Suppe rausholen? Ziehe. Hat sie mich verarscht? Hast du es gesehen? So, das macht sie. Wie viel war es jetzt noch hier oben? Zwei Würstel. Oh, hier sieht's aus in der Taverne. Oder haben wir wieder eine VIP-Bestellung? Ein Käse. Und eine Ei-Bestellung. Welche ist denn das schon wieder? Das kann ja nur die VIP-Bestellung sein. Ist er aber nicht. Der ist gerade mega dreckig hier überall. Ja, wo ist denn die? Hier. Eine Ehe mit seinem Stück Fleisch. Warum macht ihr das nicht? Hi. Und ein Bier. Oh, ich muss gleich putzen. Guck mal, wir sind schon im roten Bereich. So war es noch nie. Ich ziehe das jetzt erstmal kurz hier durch. Jetzt müssen die erstmal alle warten hier. Dass ich jetzt erstmal wieder ein bisschen Struktur hier reinkriege in unsere Botten. Es ist ja Wahnsinn. Boah, das Klo ist natürlich auch dreckig. Die Tische sind dreckig wie Sau. Anscheinend gibt es draußen kein Wasser. Ja, ist schön, dass du mir hier alles dreckig bolschst hier. Komm, beweg dich, schleich dich. Ah, Leute, ey. Ja, du hast kein Wasser mehr, ne? So. Es wird immer stressiger. Ich weiß auch nicht, warum. Gefühlt arbeiten meine Feen gerade auch nicht mehr. Ich denke mal aus dem Grund, weil nichts mehr zu essen da ist. Shit, ey. Ihr geht mir gerade auf den Sack mit eurem Bier. Ich muss die Toilette jetzt gleich mal saubern, ey. So, die zwei Suppen können die ja wohl rausbringen. Das kann ja jetzt nicht so lange dauern. Wie sieht es denn jetzt hier aus? Die sind bedient, sehr gut. Zwei Suppen, macht ihr das? Du machst eine, dann bringe ich die nächste mit. Wahnsinn hier. So, dann putze ich jetzt hier nochmal durch. Der ihre Dreckbotten hier weg. Ja, gleich. Machen eine Taverne auf, haben sie gesagt. Es wird voll chillig, haben sie gesagt. Und was ist jetzt? Nicht. Suppe hast du? Gut. Fleisch hast du? Alles klar, mach ich's Bier und dann gehe ich zur Toilette. Und dann müssen wir gleich mal gucken. Wir haben jetzt schon 2-2. Das ist schon krass gut. Hier.
Schon wieder ein Bier, Alter. Was ist denn mit euch los? Ist hier der Säufertisch oder was? Eine VIP-Bestellung. So, 23 Uhr ist Schließstunde. Egal, was da kommt. Jetzt gehe ich erstmal zur Toilette. Zwei Toiletten wären halt auch mal stark, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hoffe, da kommt noch was. So, herrlich. Das haben wir auch wieder. Wo willst du hin? Jetzt mal wirklich, wo willst du hin? Ihr habt nichts mehr zu fressen, ne? Hier liegt alles rum. Wieder dahin gekotzt, der Typ. Das kann doch nicht wahr sein, ey. So, könnt ihr euch eventuell so mal so ein bisschen um die Kellner kümmern? Um die Kellner kümmern. Um die VIPs kümmern? Nee, ne? Könnt ihr nicht, ne? Zweimal Wein. So, dann müssen wir bestellen. Das ist jetzt echt heute ein stressiger Tag. Das muss ich echt mal eingrooven hier. Aber das Ding ist halt, unser Ruf ist halt auch extrem gut zurzeit. Bitteschön. Bis jetzt war ja der König noch nicht da. Schmutziger Tisch. Den haben wir hier unten. Okay, das passt. Ey, hört nicht auf. Oh, der kommt natürlich jetzt auch gleich wieder. Eine Wurst und ein Fleisch. Ja, ist kein Fleisch da, ne? Geil. Hier. Steht auch kein Fleisch. Da ist kein Holz mehr da. Ach du Scheiße. Okay, das ist, da müssen wir wirklich mehr Vorbereitung machen. Es läuft zwar gut, aber es ist der Stressfaktor einfach noch viel zu hoch hier. Und vor allen Dingen das Füttern von den Viechern, das nervt mich schon ein bisschen. Nein! Ich hab gedoppelklickt, ey. Kannst du nicht alles mit einmal bitte wegschmeißen? Wäre ganz nett. Wieder kein Wasser drin. Ich wünschte mir aber auch, die Feen würden wenigstens Wasser holen oder so. Weiß ich nicht. Oder auch das vorbereiten. Ich glaube, wir müssen morgen einfach mal wieder alles vorbereiten. Gott sei Dank keine Eilbestellung, Leute. So. Ja, ich werde jetzt auch schließen. Ich wollte um 23 Uhr schließen. Wir haben es 1. Der nächste hier rein. Den mache ich noch. Und dann ist aber jetzt auch wirklich gut. Unglaublich, ey. Wir steigen im Ruf auch bald wieder auf. Wir müssen halt jetzt einmal voll machen hier. Einmal richtig gut bestellen. Ich glaube, so mit den VIPs, das passt eigentlich auch super. Wir haben genug Platz für jeden hier. Das ist auch schön so. Das Ambiente her ist top. Da scheint jetzt auch endlich mal alles zu harmonieren und zu stimmen. Leute, Wahnsinn. Ich habe jetzt auch zugemacht. Der hat sein Essen. Und die gehen jetzt. Sehr schön. Ah ja. Ich denke mal, in Sachen Ruf war das gar nicht mal so schlecht, was wir da jetzt aufgepflückt haben. So. Solange der noch da ist, mache ich jetzt noch einmal Holz. Ich werde jetzt gleich nochmal Wasser hochholen. So, dann haben wir das vorbereitet. Wir machen jetzt noch zusammen Holz. Aber es muss sich definitiv noch eingrooven. Ich traue halt den ganzen Elfen halt noch nicht so wirklich. Oder den Feen. Ich sage immer Elfen, aber irgendwie... Es sind ja noch keine helfenden Elfen. Es sind ja noch Feen. Aber ich traue den noch nicht so ganz. Also noch nicht so wirklich richtig.
Weißt du? Weil wie gesagt, wenn ich die auch nicht fütter, dann arbeiten die halt auch nicht mehr, ne? So. So, ihr Lieben. Dann gehe ich rüber in die nächste Folge. Guck mal hier hin. Wahnsinn. Das ist schon sehr uncool. Passt. Ich danke fürs Zuschauen. Bis morgen. Tschüss.